Tja, Kunst. Kunst ist im Moment wirklich schwierig, oder? Konsumieren Sie irgendeine Art von Kunst? Konzerte sind ja nicht möglich, ins Theater geht man nicht und auch Ausstellungen kann man nicht besuchen. Die Leute, die probieren, mit Kunst Geld zu verdienen, müssen im Moment versuchen, den Internet als Kunstraum zu etablieren. So macht das auch eine Galerie in Prenzlauer Berg, die Galerie 80. Zum ersten Mal eine reine Online-Ausstellung. Da hoffen die natürlich, dass online wenigstens irgendjemand die Bilder kauft. Heute Abend die Eröffnungsvernissage und der Kollege Andreas Ulrich ist vor Ort. Bei so einer Vernissage wird normalerweise sehr viel Sekt getrunken. Andreas, musst du das jetzt da alles als vermutlich einziger Gast alleine stemmen? Wenn ich das alleine trinken würde und selbst wenn mir Steven, unser Toningenieur, helfen würde, wir wären wahrscheinlich beide schon hackedicht. Nee, es ist tatsächlich eine Vernissage, also eine Ausstellungseröffnung ohne Publikum. Und Andreas, wie du gerade gesagt hast, man wird diese Bilder der Ausstellung, denn, weil wir haben ja viele Bewegungseinschränkungen durch Corona, man kann die dann online im Netz auf die Seite von Diana 80 sehen. Diana 80 ist die Galeristin und die Künstlerin, die mit 60 Bildern hier zu bewundern ist. Wie viele Menschen wären normalerweise heute Abend hier bei so einer Vernissage? Ja, zwischen 60 und 90. Wir hatten aber auch schon 100. Und dann war alles weg. Kein Wein mehr, kein Wasser und auch natürlich kein Kaffee mehr. Kann heute Abend bei uns beiden nicht passieren. Wir gucken uns mal Bilder an. Es geht um Mensch und Tier und um die Verschmelzung. Hier zum Beispiel sehen wir wunderbare Frauen, immer auch mit Tieren, beziehungsweise das Motiv der Katzenfrauen. Ich glaube, das ist doch ein Motiv, was auch in der Malerei andere Große auch schon immer bewegt hat. Ja, selbstverständlich, auch natürlich in der Kunsthistorik und auch natürlich ganz selbstverständlich die Eule als mythisches Wesen und die Katze als mystisches Wesen aus der ägyptischen Epologie. Und ganz wichtig ist natürlich auch dann in Ägypten, dass die Katze hoch verehrt wurde. Malerei, Kunst ist für uns alle erst recht in Zeiten wie diesen total wichtig. Deswegen gucken wir einfach nochmal in den nächsten Raum Ihrer Galerie, Bilder von Ihnen. Und da sehen wir Akte, da geht es um das Thema Liebe, Paare, Umarmungen. Was ist die Botschaft, dass Sie aus Ihrem Repertoire auch einen extra Raum zum Thema Liebe und Paare gemacht haben? Na, das ist jetzt ganz aktuell, weil ja nun unter der Corona oder unter dem Corona-Einfluss und auch unter den Auflagen die Paare näher zusammenrücken, mehr Zeit miteinander verbringen und natürlich auch ihre Beziehung stärken können. Okay, so, dann haben wir natürlich auch etwas zum richtig ernsten Thema dieser Tage. Sie haben ein Bild gemacht, wir sehen es hier um die Ecke gleich. Frau mit Corona-Atemschutzmaske. Was ist die Botschaft dieses Bildes? Ja, da sehen wir ganz konkret eine spanische junge Dame, die in der Großstadt lebt. Und wir wissen ja alle, Spanien hat es besonders schwer getroffen, wie ich hörte, auch England besonders. Und dort ist ein ganz striktes Ausgangsverbot und man darf wirklich nur vor die Tür gehen nach diesem Infektionsschutzgesetz, wenn man einen wirklichen tatsächlichen Grund hat. Also eine Würdigung der Menschen, die besonders darunter leiden, und aber auch eine Würdigung der Menschen, das wollen wir zum Schluss auch noch zeigen, die sich besonders engagieren in Kliniken und Krankenhäusern. Also auch das ist ein Thema in einem Raum. Die Mutter der Künstlerin ist übrigens selber Krankenschwester gewesen. Also die Bilder können Sie sehen ab jetzt sofort online unter Diana 80. So heißt die Galerie, so heißt die Künstlerin. Und noch eine gute Nachricht, ab Dienstag können jeweils auch einzelne Personen, können Sie tagsüber kommen, und immer eine Person darf dann auch rein. Bleiben Sie gesund. Danke gleichfalls. Dankeschön, Andreas.